Herr Siegmund, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident, liebe Kollegen. Eine der größten Befürchtungen von uns allen ist es, pflegebedürftig zu werden, auf die Hilfe Fremder angewiesen zu sein, auf die Hilfe von Angehörigen, von Ärzten, von Pflegekräften, diese ausgeliefert zu sein, das stellen sich viele schrecklich vor. Und noch schrecklicher stellen sich viele Menschen den Gedanken vor, in ein Heim abgeschoben zu werden. Und wir plädieren dafür, das muss ich in diesem Zusammenhang nochmal sagen, dass es unser aller Anspruch sein muss als Politiker, diesen Zustand so gut es geht zu verhindern und den Menschen, die es möchten, eine Pflege im häuslichen und vertrauten Umfeld zu ermöglichen. Nun aber zum Antrag. Sie möchten ein Pflegewohngeld einführen, also eine Subventionierung für eine Unterbringung im Heim. Und die Grundidee, die klingt nicht verkehrt. Und doch sehen wir hinter dieser Idee konkret für unser Bundesland noch einige offene Fragezeichen. Die monatlich zu zahlenden Entgelte in einem Pflegeheim, die setzen sich, wie wir wissen, zusammen aus den Kosten für die Unterkunft und Verpflegung, den Pflegeleistungen, gestaffelt nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit, sowie der Ausbildungsumlage. Und gerade bei der Ausbildungsumlage wissen wir, dass hier noch exorbitante Kostensteigerungen bevorstehen werden. Auf die weiteren Kostensteigerungen möchte ich gar nicht weiter eingehen. Pflegewohngeld ist also ein bewohnerorientierter Zuschuss zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen. Und das Wohngeld, das gibt es nicht in allen Bundesländern. Es ist ein Zuschuss, der freiwillig erfolgt, der je nach Bundesland unterschiedlich ist. Und hier gilt es nämlich genauer hinzugucken, warum sich denn das eine Bundesland dafür und das andere nicht dafür entschieden hat. Das Pflegewohngeld, von dem Sie hier sprechen, ist in unseren Augen, das muss man auch sagen, ein Tropfen auf den heißen Stein und wird in keiner Weise das Grundproblem der demografischen Situation, das Grundproblem in der Pflege, in der Versorgung, auch in den Mitarbeitern lösen. Das wissen wir alle. Trotzdem kann es eine Lösung sein, im Einzelfall wirklich Abhilfe zu schaffen. Wir betrachten den Ausstieg von Hamburg, von Niedersachsen und vom Saarland kritisch, wollen uns mal näher damit beschäftigen, was war denn der Hauptgrund, warum diese Länder wieder aus dem Pflegewohngeld ausgestiegen sind, warum diese es wieder abgeschafft haben, und sehen hier als guten Ort den Sozialausschuss und plädieren daher, diesen Antrag in den Sozialausschuss zu überweisen, damit wir uns fachpolitisch damit nochmal auseinandersetzen können. Vielen Dank.